Sandra und werde euch von den Jugendworkcamps erzählen. Die Jugendworkcamps des Volksbundes kümmern sich speziell in Riga um den Erhalt und die Pflege der Gedenkstätte. An den Camps nehmen nicht bloß deutsche Jugendliche teil, sondern auch junge Leute aus Lettland und anderen europäischen Ländern. Zusammen pflegen sie die Gedenkstätte und erkunden die Geschichte derjenigen, die im Winter 1941 bis 1942 aus dem Deutschen Reich nach Riga deportiert wurden. Ziel der Workscamp ist neben der Völkerverständigung auch, dass man sich mit diesem ernsthaften, düsten Thema beschäftigt und so einen erneuten Ausbruch dieser Unmenschlichkeiten, wie sie dort herrschten, mit allen friedlichen Mitteln zu verhindern sucht. Die Jugendlichen sollen nicht auf rechtspopulistische Parolen hereinfallen, sondern sich an die Grausamkeiten erinnern, sich aufbrauchen, anderen davon zu erzählen.